Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Train Simulator. So, wir sind in den letzten 14 Minuten nach Uelzen. Wir beschleunigen gerade, wir sind gerade, ich glaube, vorhin irgendwann durch Lüneburg durchgefahren. Das ist nur ein schnelles Spiel. Ja. Sieht ja trotzdem gut aus und ich meine, wo ist der Unterschied zwischen einem Szenario? Du fährst trotzdem die Strecke und am Anfang sagt er dir eine Einweisung und am Ende sagt er, herzlichen Glückwunsch, sie haben alles geschafft und du hältst halt an bestimmten Haltestellen. Aber mit einem Intercity hättest du vielleicht noch in Lüneburg gehalten. Was hätte das jetzt für einen Sinn? Und, okay, man hätte noch KI-Züge gehabt, regelmäßig und viel abgestellte Züge, aber das wäre bestimmt auf meine Performance geschlagen. So. Da hinten kommt eine 140er-Begrenzung. Diesmal will ich das echt schaffen. 3,5. Schaffe ich zwar nicht mehr. Doch. Ich habe es noch geschafft. Ein Wunder. Okay. Dadurch, dass ich da draufklicke, kann ich eine Warnung aktivieren. Und ich morse gerade SOS. So. Gut, wir beschleunigen wieder ein bisschen. Sonst wird das, zu langweilig. Und das soll euch dann nicht den Eindruck vermitteln. Ich muss die Folge hier dann auch gleich schon direkt rendern. Es wird, ja, also ich muss die erste Folge, die ich aus dem Szenario gleich aufgenommen habe, auch direkt rendern. Die muss ja schon, die habt ihr ja schon gesehen, wenn ihr jetzt diese Folge seht. Ich muss demnächst mal öfters Train Simulator aufnehmen und das dann nicht immer vor mir herschieben. So, nochmal ein Rückblick auf die historische Woche. Wir sind mit der Baureihe 03 gefahren. Insgesamt 4 Folgen. Was hatten wir da für Probleme? Ich habe den Dampfdruck leer laufen lassen. Und ich musste erstmal eine Stunde oder so warten, bis der Dampfdruck wieder aufgefüllt war. Dann sind wir mit der Baureihe 03 gefahren. Das lief alles problemlos. Und danach sind wir im schnellen Spiel mit der neu erschienenen GWR Small Priory, mit dem DLC, das halt so heißt, gefahren, mit der, was war das? Ich vergesse immer den Namen. Das ist so eine 4575 in einer roten Lackierung und die Firma, das ist halt eine fiktionale Lackierung und da stand halt immer ein Firmenname drauf. Und den habe ich bisher schon wieder vergessen. Mal gucken, ob ich gerade schnell einen Screenshot finde, wo ich den Namen ablesen kann. Ja, von Capital Railways, halt als erfundene Firma. Ja. Ich meine, darf man ja auch mal machen, ne? So, jetzt kommen wir in den 140er-Bereich. Das heißt, wir bremsen ab auf 140. Gut.
Gut, Bienenbüttel. Einmal bitte durchfahren. Was ist das denn mit Bienenbüttel B? Solange das kein Wendepunkt ist, ist mir das ja eigentlich egal. So kann ich eigentlich das Rollo runterziehen. Nee. In einigen Loks kann ich das hier halt nicht. Okay. Aber es gibt eigentlich noch genug Material, das ich zeigen kann. Es gibt jetzt auch zum Beispiel die neue erschienene Strecke Köln-Koblenz. Da wäre auch ein bestimmt eine TEE oder eine Baureihe 103-Fahrt ganz interessant. Da ist ja auch eine 146 mitgekommen mit Doppelstockwagen. Mal gucken, wann ich das fahre. Kostet halt wieder 30 Euro das DLC, ne? Okay, ich als Zugfan bin eigentlich echt... Ich spiel das Spiel ja auch ab und zu mal selber. Aber welches Spiel sich für mich eigentlich mehr lohnen würde, weil die Anschaffungskosten geringer wären, viel geringer wären, wären Microsoft Train Simulator. Ah, der ist mittlerweile so alt. Aber der hat immer noch eine riesengroße Fan-Community. Ich spiele das Spiel ja auch. Also ich habe es jetzt leider nicht mehr installiert. Es ist nämlich kaputt bei mir. Aber da gab es schon echt coole Sachen. Da ist ja auch anfangs der GT8 S für entwickelt worden. Den gibt es da sogar drauf. Da wäre es dann nämlich zum Beispiel mal möglich, mehr Straßenbahn zu fahren. Hat sich ja auch der Eurotrucker 1999 gewünscht. Das werde ich mal gucken, ob ich das jetzt bis zur... vielleicht bis Weihnachten oder so hinkriege, dass ich da irgendwie eine Strecke finde. Ich weiß, dass es eine polnische gibt, muss ich die einfach mal installieren. Wie ich den Wagen aufrüste, weiß ich sogar. Da habe ich mich sogar nämlich schon mal drum gekümmert. Das ist die 105NA von Tatra, glaube ich. Da muss ich jetzt echt mal gucken. Ich muss auch mal gucken, dass ich immer eine konstante Entfernung zum Mikrofon habe. Weil ob ich jetzt hier sitze oder hier, das macht ja echt einen Unterschied. Könnt ihr auch direkt ins Mikrofon reinreden, aber das, ja, das will ich niemandem antun. Ich verstehe ja eh nicht die Technik. Ich spreche in dieses Mikrofon rein. Das Mikrofon schickt ja nicht meine Stimme durch das USB-Kabel, sondern Elektrosignale. Und wie die dann, wie der Computer erkennt, okay, das muss ich so zusammensetzen. Das ist echt für mich eine Wissenschaft. Aber das muss ich auch nicht wissen als Let's Player. Vielleicht als Computer-Elektro-Informatiker oder so. Die müssen das bestimmt wissen. So, wir fahren jetzt durch Bad Bevensen durch. Ja. Noch 6 Kilometer bis Uelzen. Und dann sind wir auch schon am Ende der Episode angelangt. Also jetzt noch nicht, sondern wenn wir in Uelzen angekommen sind. Das heißt, wir haben ungefähr 3 Folgen mit jeweils ungefähr 15 Minuten hinbekommen. Ja. Oh, eine 140er Begrenzung. Ja, heute nehmen wir das alles ein bisschen einfacher. Im echten Leben würde ich natürlich nicht so mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung umgehen.
Weil zu schnell fahren ist bei der Bahn zwar kein Problem, du bekommst ja eine Bremsung eh. Aber was eher das Problem ist, ist über ein rotes Signal fahren. Da wird dir erstmal für eine bestimmte Zeit die Fahrerlaubnis erzogen. Weil du hast damit ja den Bahnverkehr beeinträchtigt und gefährdet. Zum Beispiel sagen wir mal, da fährt gerade eine vor dir, da ist ein Signal, dahinter ist eine Weiche. Und du fährst einfach über das rote Signal. Und da will aber ein Zug, der von einem Depot abkommt, drüber fahren. Ihr rast voll mit 200 Stundenkilometer gegeneinander. Ja. Mal gucken. Aber ich genieße diese Zugfahrten echt, vor allem mit dem Rheingold. Wie gesagt, es ist jetzt echt mittlerweile echt dunkel geworden. Wenn ich das hinten mache. Ah. Ja. Gut, da steht der erste KI-Zug. Wir haben ihn passiert. Wobei kann es sein, dass wir schon mal einen KI-Zug hatten. Und wieso darf der jetzt erst losfahren? Da stand nämlich noch etwas. Aber sonst stand halt nirgendwo mehr etwas. So. Wir beschleunigen mal auf 140. Denn es sind jetzt sogar nur noch. Was? Waren es nicht gerade eh noch auch nur 6 Kilometer? Und jetzt sind es immer noch 5. Wahrscheinlich waren es zu dem Zeitpunkt 16 oder 8. Und ich habe mich einfach verlesen. Oder es waren 9. 9 und 6 kann man ja ab und zu mal vertauschen, wenn man nur ganz flüchtig guckt. So. Mal gucken, auf was wir jetzt beschleunigen und dann. Da hinten kommt ja schon die 160er-Zone. Ja. Also generell muss ich da jetzt mal gucken. Was da so jetzt noch passiert innerhalb des Train Simulators. Es soll ja auch, ist in Entwicklung ein Schienenbus. Mit dem würde ich ganz oft rumfahren. Also generell, ich hätte sehr viel Interesse daran, das Let's Play zwar auch auf internationale Basis auszubauen. Das heißt, es ist immer noch in Deutsch. Aber wir fahren auch mal, keine Ahnung. Ich hätte mal Interesse, irgendwie eine afrikanische Strecke oder so zu fahren. Wäre bestimmt auch cool. So, noch 2,4 Kilometer. So, da hinten kommt eine 80er Begrenzung. Das heißt, wir leiten schon mal den Bremsvorgang ein. Trennschütze prüfen. Ach, kann das sogar auch bei der 103 passieren? Ja, aber bis Uelzen kommen wir damit noch, ne? Ja. Nach Uelzen reinfahren können wir noch. So, wir bremsen ab auf die geforderten 80. So.
Ja. Gut. Alle anderen Bremsen sind gelöst. Das heißt, wir rollen jetzt in Uelzen einfach nur ein. Um 19:15 Uhr. Gut. Wir rollen dort einfach nur ein. Ja, ich wollte einfach nur einen Screenshot, wo kein Strommast im Weg steht. So, alle Bremsen reinhauen. Gut. So, wir kommen perfekt zum Stehen. Türen auf. Alles einmal aussteigen, bitte. Und so ist auch noch ein schöner Screenshot. Ja. Das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns wieder im nächsten Szenario. Ich würde sagen, macht's gut, Leute. Bis zur nächsten Folge und bye bye.